TV Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Hallo, heute ist Weltfrauentag und deshalb übernehme ich mal die Arbeit. Ich bin Christoph, herzlich willkommen bei TV Total und hier ist Ihr Frauenversteher Nummer 1. Sebastian Hofer! Und einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Frauen, Damen und auch Mädchen, denn heute ist Weltfrauentag! Es wird gefeiert! Ja, und ich möchte die Zeit direkt nutzen und Danke sagen. Das meine ich ernsthaft, ich möchte Danke sagen, danke für euer Geschlecht, ja, den Glauben an eine bessere Welt und eure Geduld, denn es dauert wohl noch 300 Jahre, bis Gleichberechtigung in diesem Land herrschen wird. 300 Jahre. Das geht ja ratzefatze. Linke Arschbacke. Oh Mann, ey. Ja, viel Spaß. Also, ihr müsst noch ein bisschen Geduld haben. Und ich glaube, wer hilft uns bei Geduld? Olaf Scholz. Glaube ich schon. Weil der verändert sich nicht, der hat keine Emotionen, das ist immer gleich, das ist schön. Unser Lord Valium von Schnarchistan. Jetzt muss ich aber sagen, ich bin etwas schockiert, weil wir haben ihn mit einer Emotion entdeckt. Ja. Und was hat ihn erfreut? Es war der Schnee. Wenn etwas bleibt von Meseberg, dann dieses Video, das der Kanzler selbst gepostet hat. Olaf Scholz, ein Schneeball und die Frage, wem der angesichts der vielen offenen Konflikte in der Koalition wohl gilt. Also ich habe einen Schneeball geworfen, aber wie sich das für einen Bundeskanzler gehört, auf niemanden. Wie er sich freut, ja, wie er sich freut, der Olaf. Da hat er sich gefreut. Ich habe den Schneeball geschmolzen. Olaf im Schnee. Kenne ich eigentlich nur von der Eiskönigin. Sehen Sie ähnlich? Ich glaube, beide lieben Umarmungen, ne? Beide. Hier, apropos Schnee, kannst du das müssen wir einmal zeigen. Ich glaube, ich habe die geilste Jacke des deutschen Fernsehens. Können wir uns das hier bitte mal... Das ist ja Wahnsinn! Das verdient einen Preis. Respekt. Ich werde diese Hand nie wieder machen. Sehr schön. Ein sehr schönes Teil. Ein sehr besonderes Teil. Es ist einzigartig und es hat nie gelebt. Ah, ja, Schneebälle werfen, schön. Schneebälle, was ist das für eine Waffengattung? Wolfgang, du weißt das immer? Sportgerät. Damit kennt er sich aus, der Olaf. Ne? Naja, dann ging es ja noch weiter im Schnee, denn es war die große Koalitionstagung in Meseberg. Und da scheint die Stimmung sehr ausgelassen zu sein. Ja? Vor allem Volker Wissing von der FDP. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der wirkte verliebt. Das Ringen um Humor. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, neben wem ich gestern Abend saß, es war Steffi Lemke. Und es war ein schöner Abend. Was ist das für ein Ausflug? Auch so, ne? Ich saß neben Steffi Lemke. Ich hab's so rumgekriegt. Ja. Der Volker und die Steffi. So, so. Der Volker und die Steffi. Da sag ich nur... Süß. War süß.
Doch. Volker Wissing wirkte richtig stolz. Ne? Ich glaube, der hat häufiger mal keine abbekommen, aber gut. Gibt es schon einen offiziellen Namen für die? Weil es gibt ja immer so Namen. Ne? Also zum Beispiel, wir hatten bei Christian Lindner und Franka Lehfeld, Christianka, Brangelina, bei Steffi und Volker, was wär's da? Stolker. Schwierig, hört sich an wie Stalker, lassen wir lieber. Gut, ich habe aber im Moment das Gefühl, unseren Politikerinnen und wir nennen sie einfach Politikerinnen, die nehmen ihren Job nicht mehr ernst. Ja, und zwar, es gab da diese Veranstaltung auf dem Nockerberg im Bayerischen Rundfunk, Sensationsevent. Da treffen sich immer alle Politiker, schauen sich zusammen Musical an und werden dabei verarscht. Im Vordergrund steht aber immer das Saufen. So ist Bayern. Saufen. So, das ging alles auf Kosten einer Biermarke. Aha, so sieht Unbefangenheit aus. So ist öffentlich-rechtliches Fernsehen. Sollt ihr nur machen. Was ich aber schön fand, da gab es den Moderator Christoph Däumling und er hat ein ganz klares Zeichen für Respekt gegenüber Frauen gesetzt. Wir schauen in die erste Reihe, dort unterhalb der Bühne, die Tische, die Ehrentische. Da ist unsere Kollegin Sandra Ries. Ja, Sandra ist aber auch echt ein schwerer Name. Der ist super exotisch, da kommst du ja nicht sofort drauf. Ne? Einfach mal vorher lernen, Herr Däumling. Ja, ja. Und wo gefeiert wird, da darf natürlich einer nicht fehlen. Wer ist das? Dr. Markus Söder, der bayerische Partyhengst. Ja? Denn kaum steht irgendwo ein Biertisch, eine Kamera, da ist der Markus dann auch da. Zumindest körperlich, weil in der folgenden Szene, er wirkte leicht benebelt. Was ist denn eigentlich da dran, dass Ihr Mann so viel Aufmerksamkeit benötigt? Ich würde mal sagen, da ist gar nichts dran, dass er so viel Aufmerksamkeit benötigt. Ich glaube, er ist selber immer sehr präsent. Was hat er? Was war das denn? War das alles nur das Starkbier? Oder waren da etwa noch andere Substanzen im Spiel? Hm? Was ging da in der Süderschen Rübe wirklich ab? Wir haben Insider-Informationen. Dass Ihr Mann so viel Aufmerksamkeit benötigt. Ich würde mal sagen, da ist gar nichts dran, dass er so viel Aufmerksamkeit benötigt. Im Winter zieht man Mantel an. Nimmst du mal die Badehose. Da muss jetzt Kokain her und Crystal Meth. Ich glaube, er ist selber immer sehr präsent. Ja, definitiv. Ja, ja. Diese Bayern, das ist auch ein Völkchen. So. Passend zum Weltfrauentag gab es dann natürlich auch noch Neues vom Bachelor. Ah. Was ist das denn? Ja, die Sendung bringt uns emanzipatorisch ganz weit nach vorne. Der Bachelor, da ist die Welt noch in Ordnung, weil ein RTL-Chippendale trifft auf eine Horde Stringtanga-Feministin. Und ich sag mal so, der macht da keine Flitterwochen, das sind eher Flittchenwochen. Aber ich finde trotzdem, RTL ist Vogue, emanzipiert und direkt am Anfang zeigt auch der Bachelor, er hat nicht nur eine Palme auf dem Kopf, er hat auch den längsten Teppich der Welt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Guck doch mal, wie lang das ist. Der steht da, kritzt der schon. Scheiße, ich brauche eine Brille. Ich habe meine Brille nicht. Aber guck doch mal, wie lang der Teppich ist. Sehr. Ja. Ja. Wenn man sich den Teppich mal anguckt, da brauchst du zu Fuß länger als für die gesamte Anfahrt inklusive Flug aus Deutschland. Das ist ein Riesenweg. Ja? Ich glaube, der Teppich hat sogar verschiedene Zeitzonen. Ja. Ich glaube, einige der Mädels werden erst auf dem Weg zum Bachelor volljährig. Sehr langer Teppich. Sehr lang.
Was mich aber freut, der Bachelor, der vermittelt ein gesundes Frauenbild. Ne? Weil da sind die Mädels nicht nur wunderschön, nein, die sind manchmal sogar geistig fast zurechnungsfähig. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ist er aber nicht? Ich erkenne ihn! Voll das süße Lächeln! Denkst du, er kann uns sehen? Weil irgendwie... Ja, der hat ja gewunken. Oh, Moment! Die eine scheint schlau zu sein. Hast du das gehört? Denkst du, er kann uns sehen? Ja, er hat ja gewunken. Eine Schlaue, wie haben sie die denn da reingekriegt? Die kriegt sehr viel Geld, glaube ich. Und die muss den Teppich nicht gehen, die wird gefahren mit einer Sackkarre.